Hallo, liebe Aufrufer, Lichtgeschwindigkeit 452, eine wichtige Durchsage sozusagen, und zwar aktuell für heute Morgen um 11.30 Uhr am 7. Juli 2010 ist eine Pressekonferenz in Berlin im Haus der Bundespressekonferenz Raum 4 Schiffbauer Damm 40. Die Konferenz wird auch über Livestream im Internet übertragen. www.pressekonferenz.tv. Das ist hier eine private Anzeige aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom Dienstag, den 6. Und das muss ich jetzt hier verlesen. Die Zeit ist knapp. Der Schutzschirm aus Brüssel. Es geht um den Euro und den Rücktritt von Bundespräsident Köhler. Und hier scheint mir doch, wenn Karl Albrecht Schachtschneider, einer unserer bekannten und angesehenen wissenschaftlichen Juristen, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Dieter Spätmann, Joachim Stabat, die hier auf eigene Kosten eine so große Annonce aufgeben, muss man das zur Kenntnis nehmen. Also bitte kommunizieren Sie das weiter oder schauen Sie sich das im Internet an. Dieses Thema wird sicherlich weitergeführt. Hier ist folgender Text. Unseren Bürgern ist ein stabiler Euro in einer Stabilitätsgemeinschaft zugesichert worden. Der Weg in eine Haftungs- und Transfergemeinschaft sollte durch die No-Bailout-Klausel versperrt werden. Es ist verboten, dass die Gemeinschaft oder ein Mitgliedstaat für die finanziellen Verbindlichkeiten eines anderen Mitgliedstaates haftet. Jean-Claude Juncker, ständiger Vorsitzender der Euro-Gruppe, hat im Jahre 1998 zu Befürchtungen, dass diese Vorschrift umgangen werden könnte, gesagt: Transferleistungen sind so absurd wie eine Hungersnot in Bayern. Die staatlichen Kredite an Griechenland sind solche Finanzausgleichsleistungen. Jeder weiß, dass Griechenland seine Schulden nicht zurückzahlen kann. Nachdem die Euro-Gemeinschaft die Griechenlandhilfe in Brüssel verabschiedet hatte, ist anschließend und völlig überraschend ein sogenannter Rettungsschirm in Höhe von 750 Milliarden Euro etabliert worden, zu dem Deutschland den größten Anteil beisteuert. Wir Bürger sind über diesen Vorgang nicht informiert worden. Wir wissen nicht, wer in Brüssel den entscheidenden Anstoß gegeben hat. Für die Organisation der Aufbringung und Verteilung der Mittel ist eine Zweckgesellschaft nach Luxemburger Recht gegründet worden, als der Deutsche Bundestag am 19. und 21. Mai das Bürgschafts- und Garantiepaket beschlossen hat, wusste kein Abgeordneter, nicht einmal die Bundesregierung, worüber abzustimmen war. Der Vertrag über die Zweckgesellschaft ist erst am 7. Juni vor einem luxemburgischen Notar beurkundet worden. Die Bundeskanzlerin hat den Bundespräsidenten genötigt, binnen Stunden auch dieses zweite Notstandsgesetz zu unterzeichnen. Er konnte es nicht auf seine Verfassungsmäßigkeit prüfen, wie es seine Pflicht gewesen wäre. So darf keine Regierung mit ihrem Staatsoberhaupt in dieser Schicksalsfrage umspringen. Dieser Weg führt Deutschland und Europa in den Ruin. Die Hilfen verringern nicht die Schuldenlast dieser Staaten, sondern befriedigen deren Gläubiger und dienen der Konkursverschleppung. In der Eurozone öffnet sich die Schere zwischen dem Leistungs- und Schuldenzuwachs ihrer Volkswirtschaften immer weiter, so auch in Deutschland. Der Anteil der öffentlichen und privaten Schulden am Bruttoinlandprodukt BIP nimmt Jahr zu Jahr zu. Die Geldvermehrung, die Europäische Zentralbank EZB, trägt mit dem massenhaften vertragswidrigen Ankauf von Staatsanleihen dazu bei, deckt einen immer kleineren Teil des realen Zuwachses an Gütern und Diensten. Die Bürger haben Angst, dass ihnen die Inflation ihr Erspartes nimmt. Die Bundesregierung zerstört, was sie erhalten will. Die neue Haftungsunion der Euro-Länder ist nicht bloß ein schwerer Rechtsbruch. Es ist ein geradezu zynischer Versuch, Europas Völkern Eigenstaatlichkeit und Demokratie zu nehmen. Mit der Zerrüttung von Geldwert und Staatsfinanzen werden die Grundlagen unserer europäischen Staats- und Gesellschaftsverfassung aufgehoben. Europa steht nicht über diesen Werten, es lebt von ihnen.
Die Politik löscht dieses europäische Europa aus, seine Wurzeln, seine Kultur und seine Wirtschaftskraft. Sie spielt mit der Zukunft unserer Kinder und Enkel. Davor zu warnen, ist weder Übertreibung noch Rückfall in einen überwundenen Nationalismus. Es geht um die Rückkehr zu praktischer Vernunft und sittlicher Verantwortung. Beides setzt Realismus voraus. Wie kann eine Bundeskanzlerin behaupten, ihre Politik der Euro-Rettung sei alternativlos? Wie kann ihr Finanzminister von Sparhaushalten sprechen, wenn seine Minderausgaben von 8 bis 10 Milliarden Euro jährlich kreditfinanzierte Ausgabeermächtigungen an die Zweckgesellschaft in Höhe von 70% seiner jährlichen Steuereinnahmen gegenüberstehen? Wir Bürger haben ein Recht darauf, dass die Bundesregierung ihren Amtseid einhält, Schaden vom deutschen Volk zu wenden. Die Unterzeichner dieses Aufrufes hier haben dem Bundesverfassungsgericht einen ergänzenden Schriftsatz zu ihrer Verfassungsbeschwerde vom 7. Mai 2010 vorgelegt. Darin wird dargelegt, dass die weiteren politischen Entscheidungen in Brüssel unsere Verfassungsbeschwerde bestätigen und bestärken. Die handstreichartige Missachtung der Lissabon-Vertrags verstößt gegen zentrale Rechte der Bürger aus dem Grundgesetz. Der französische Europaminister Pierre Lelouch hat unumwunden ausgesprochen, was Politiker bei uns verschweigen. Tatsächlich haben wir den Vertrag verändert, der nicht nur ausdrücklich die finanzielle Haftung für andere Mitgliedstaaten verbietet, sondern auch die jetzt angegriffene Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank schützen sollte. Wir sind sicher, dass unser höchstes Gericht diesen Putsch wieder die parlamentarische Demokratie und die wirtschaftliche Vernunft für verfassungswidrig erklären wird. So, schönen Dank für den Aufruf hier. Einer der vier Unterzeichner hier, Professor Dr. Karl Albrecht Schachschneider, das ist derjenige, der auch den Lissabon-Vertrags oberstes Gerichtshof des Bundesverfassungsgerichts Klage formuliert hat, den er gewonnen hat, wo auch der Peter Gauweiler Mitklager war und auch die Linkspartei. Dieses hier findet am 7. Juli um 11.30 Uhr am Schiffbauerdamm 40 im Livestream im Internet, Pressekonferenz TV statt. Bitte um geflissentliche Beachtung und insbesondere auch bei den Piraten. Wir müssen uns diesen Themen der Europapolitik zuwenden. So, schönen Dank für den Aufruf. Ahoi.